So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect. Da sind wir. Ich habe leider beim Exportieren vom Audio vom Audacity gerade noch weiterlaufen lassen, deswegen haben wir jetzt nicht alles gesehen. Eine Heckenschere! Wo hatte der zum Teufel eine Heckenschere dabei? Egal. Wir werden erstmal hier wieder alles aus Metallplatten machen. Sieht zwar nicht schön aus, aber es hält. Genau, dann werden wir hier die Küche reinmachen. Also nicht die Küche, ihr wisst schon. Da werden wir erstmal wieder hier 1, 2 freilassen. So. Da werden wir hier Lampen hinmachen, alle drei Dinger wieder. Wo haben wir es denn? Einrichtung, Lampen. Ah, 15 Lampen haben wir noch übrig. So. Naja, in die Wand. Schlecht. Dann werden wir hier einen Serviertisch. Oh, ne, wir werden erstmal hier das aus. Als Küche, nee, als Kantine ausleuchten. Dann brauchen wir hier erstmal einen Serviertisch. Zwei Serviertische. Genau. Lampen. Wie ich das hier gemacht? Ach, wieder alle drei. Machen wir es. Wo fangen wir denn an am besten? Fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh, naja, hier ist nichts drin. Hier braucht denn hier Sinn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, ach komm, mach mal so hier, komm. So. eigentlich müsste ich alles eins nach rechts machen. Machen wir auch. Sieht schön aus. Wo ist denn da ist die Lampe? Wollte gerade sagen. So, demontieren. Und jetzt noch Strom. Ich glaube, wir machen das hier so. Und werden jetzt hier das Kabel da ranlegen. Ich muss warten, bis es gekappt ist. Nicht, dass ich das ranlege und dann gibt es einen Kurzschluss. Jetzt. Und dann können wir das hier so lang legen und dann legen wir das hier mal hier rein. So, ja, Keramik, genau. Da waren wir stehen geblieben, wir wollten hier noch Keramikfliesen reinmachen. Hier werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir die Dings reinmachen. Und warum fehlt wieder eine. Ah, da fehlt eine Lampe. Da fehlt eine Lampe. Und da sind immer noch zwei. Genau, dann werden wir jetzt erstmal hier die Bänke reinmachen. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Ob wir richtig auf Platz gehen, dass wir so viel wie möglich ausnutzen. Ja, ich glaube, das sind Gefangene. So, Tische. Ah, perfekt, haben wir hier ausgenutzt. Sicher nicht viel. Egal. So, so und so. Genau. Ja. Was fehlt hier? Tisch und so weiter haben wir ja. Jetzt noch die Sprinkler, bitte. Sprinkler immer eine darunter. Die kriegen ja übrigens keine Fernseher wegen Platzmangel. Sollen sie in die Hauptkantine Fernseh gucken gehen? Tut mir leid.
Jetzt habe ich den Tisch einfach noch abgebrochen. Ach, nein. Da muss so hin. So. Jetzt sollen Sie sich mal ein bisschen beeilen hier. Was haben wir denn hier für den Boden genommen gehabt? Das hat mich gerade gebaut. Das waren diese. Was waren das gewesen? Schrille Fliesen? Könnte sein. Oder Marmorfliesen. Ich weiß es nicht. Wir legen einfach mal eine hin. Ah, da kommt das Essen schon. Da kam schon ein bisschen was vom Essen. Da bauen die gerade noch. Die haben zwar, haben leider nicht genug Essen hier. So. Nee, das waren Marmorfliesen. Es gibt nicht genug Essen, tut mir leid. Und wir müssen erstmal das Ding hier alles aufbauen. Ich hätte die Küche wahrscheinlich jetzt zu spät als letztes ausweisen sollen hier. Die Kantine. Marmorfliesen. Metalldetektoren. Wo haben wir sie denn? Ja, genau, jetzt ist das gut. Jetzt laufen sie nämlich auch hier rein in die Dusche. Da haben wir es aufgeteilt. Da laufen nicht so viel da rein. Da haben wir es jetzt schön aufgeteilt alles. Wasser. Und so. Und so. Genau. Was fehlt jetzt hier noch? Die Türen. Einmal eine Stationierung und einmal eine Tür. Ich kann die Tür. Ach komm. Komm schon. Kann ich nicht richtig drehen. Offen. So, jetzt läuft er raus. Hier brauchen wir eigentlich keine Türen rein, glaube ich, reinmachen, aber wir können hier wenigstens einen Menschen drin. Ach komm, der macht so großes Areal dann. Naja. Egal. Wir haben ja genug Gefangene. Genug Wachen. Genug Gefangene, wir kommen ja auf Gefangene. Und da bringen die Köche das alles hin. Wie viele Köche haben wir? Wir können mal. Wir haben jetzt mehr Dings hier, wir können mal einen neuen Koch einstellen. Was können wir denn noch einstellen? Brauchen wir nicht. Haben wir noch. Alles gut. Der, vom Rest haben wir noch genug. Wir können mal ein bisschen was erforschen. Was können wir denn erforschen mal? Ja. Wie viel haben wir denn? Wie viel Geld? 53? Naja, wir warten mal lieber. Weil mit 3000 arbeitet sich das schlecht. Produziere 10 ausgezeichnete Betten. Naja, wir machen es mit Tischler. Morgen. Ach, Dreck und rein. Subventionen. Ja, das. wir wissen ja, da war ja nicht das Perfekte. Ja, genau. Das ist immer noch gut. Nein! Nein, 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 nein. Abregeln! Ja, das bringt ja gar nicht, dann kommt gar nicht raus. Da. Alle dahin. Da rennen die. Los, haltet sie. Es sind drei. Nein. Sie rennen weg. Wir sollten mal hier irgendwo einen Zaun hinbauen. Vier. Ja. Toll. Ich weiß nicht, wir sollten mal hier irgendwie einen Zaun drum bauen, um das Gefängnis nochmal, würde ich sagen. Falls sie hier rauskommen sollten, dass wir nochmal, wie hier, dass wir in so einen Zaun reinkommen. Da haben wir eins neben dem Zaun rausgebaut, toll. Wo bleiben die denn so lange? Was machen die denn? Und wir sollten hier mal so eine Betonplatten hinbauen. Betonplatten drum, zum Drumherumlaufen. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir das bauen. Da werden wir hier so einen Zaun drum bauen, so einen kleinen. Zumindest nicht einen großen, den Sicherheitswall. Na, vielleicht auch den Sicherheitswall. Weiß ich noch nicht mal. Muss ich noch überlegen. So, komm. Da kommen sie alle. Aber irgendwie zu spät.
Was waren die hier? Ah, die wollen den Tunnel schon verfüllen, oder? Ja, die wollen den Tunnel verfüllen. Oder? Was wollen die machen? Ach, das sind die Bettpuppen, die sie drin hatten. Aha. Das sind Bettpuppen. Dummy. Das ist ja cool. Aber wir wollen bitte den Tunnel verfüllen. Und das schnellstmöglich. Wir werden mal wieder eine Razzia durchführen. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir hier so einen Zaun mal drumherum. Oder können wir eine Patrouille vielleicht sogar reinlegen? Das ist cool. Da werden wir hier so einen Zaun bauen mit einer Patrouille. Mit Betonplatten. Da werden wir die hier wieder abreißen. Scheiße. Wir werden erstmal jetzt hier Betonplatten nehmen. Erstmal die hier reinsetzen. Erstmal so machen. Dann werden wir hier abreißen. So, wie können wir die wegmachen? Ach, wir legen Gras drauf. Wir legen Gras drauf. Bisschen Geld ausgeben, aber sieht ein bisschen schöner drumherum aus. So. Wir hätten auch Dreck nehmen können. Auf. Da würde ich sagen, bauen wir dann hier diesen Eingang hier, damit sie hier rauskommen. Gut, bauen wir mit drei Schleusentüren oder so, aber dann kommen sie hier dann raus. Genau, und da werden wir jetzt hier erstmal einen normalen Zaun erstmal überhaupt nehmen. Wie haben wir? 11 Minuten haben wir schon. Materialien, Zaun. Später können wir es immer noch zum Sicherheitswall aufrüsten. Ziegel. Ah, da finden sie allerhand. Da finden sie ja allerhand. Ja, weil zwischen der Generator letztens da ausgefallen ist, da konnten sie alle durchschmuggeln. Das vermute ich. Ah, durchschmuggeln, apropos. Das wollten wir ja immer noch hier machen. Offen. Offen. So. Ich wollte hier. Wo haben wir den denn? Metalldetektor. Da. Strom. Ach, schon wieder Holzspitzhacken gefunden. Toll. Wenn man das mal nicht öfters macht. Unseren Gefangenen geht's einfach zu gut. Ah, hier liegen so Rollrasen aus. Das finde ich gut. Hier können wir weitermachen erstmal. Materialien Zaun. Da können wir den hier da abreißen. So. Und so. Ja, genau den wollten wir hier noch auch einbauen. Da können wir es gleich damit gleich mit erledigen. Dann nehmen wir den hier. Immer eins davon weg. So. Dann können wir hier so einen Eingang machen und da machen wir hier weiter. So. Dann können wir hier wieder abschließen und sonst hier reingehen. Dann machen wir hier nochmal so einen Eingang. Machen wir hier ein Ding, das machen wir hier in der Gefängnistür. So. Und jetzt kommen die ganzen Betonplatten. Gehwegplatten meine ich doch, tut mir leid. So. Wir könnten hier bei dem, was legen wir denn bei dem rein? Legen wir hier auch Gras rein. Was haben wir hier drinne? Nix. Natürlich haben wir hier nichts drinne. Da legen wir hier auch mal eine Dings, eine Personaltür rein. Genau. Für Wartungsarbeiten.
Betonplatte, Gehwegplatte. Was haben wir denn hier genommen? Betonplatten haben wir hier genommen. Ach du Gott. Huch. Da müssen wir uns ja nochmal umschalten, schnell. So. Beweg dich schneller. Hopp, hopp. Da. So. Ah, da ist gerade keiner am Pult. Warum nicht? Achso, weil die gerade die ganzen Dings machen. Die durchsuchen. So, und da sind wir. So, jetzt können unsere Arbeiter installieren. Ach, die installieren hier noch den Rasen. Können wir mal ein bisschen vorspulen hier. Wir haben immer noch das Problem hier. Wir kriegen das Problem nicht weg. Also ist da und geht nicht mehr weg. Jetzt essen die alle da oben, ich glaub's ja nicht. Da bin ich so eine riesen Kantine und hier ist keiner. Toll. Habt ihr prima hier gebaut. Muss ich sagen, finde ich knorke. Aber irgendwie gefällt mir das hier nicht. Fundamente, Ziegel, wenn die es ja abgebaut haben mal. Komm. Was ist denn eigentlich für ein Zaun? Normaler Stacheldrahtzaun. Ah, da haben sie abgebaut. Huch. Ah, da haben sie sich wieder geprügelt. Ach so, deswegen. Ich glaube, es ist nicht so gut, dass wir es hier aufgelassen haben. Nee, nee. Die Taser hier aber gerade nach der anderen weg. So, die nächste Tür. Oh, hier ist eine Dreier-Sicherheitsschleuse. Ja, das finde ich gut. Was machst denn du hier? Besucher. Nimm den Besuchereingang. So. Vier können morgen sogar wieder kommen. Oh, sind ja wieder welche abgehauen. Wir sind schon bei 17 Minuten. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.